Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Und wir wollen dieses bewegte Jahr jetzt analysieren mit einem, der das besser kann als jeder andere. Begrüße Sie daheim. Begrüße ganz speziell unseren Sportminister Karl-Heinz Strache. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Rudern statt zudern. Da sind wir jetzt nicht in der Realität, sondern im Jahr 2018. Wir haben ein durchaus schwieriges Jahr hinter uns. So ein Jahr wie 2018 hat noch niemand von uns erlebt. Es war fast so bleibend. Sicher ein Jahr mit großartigen Erinnerungen. Das sehe ich nicht ganz so. Warum glauben Sie den beiden nicht? Alter, der Grund ist... Eines möchte ich Ihnen dazu sagen. Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben. Und das Zweite? Ich kann euch nur bitten, die Christen verschwinden zu lassen. Und jetzt geht es um Sie. Was ist mit Ihnen? Wir werden nicht wegschauen, wenn der Antisemitismus wieder ein Aufleben feiert. Wir beide wissen natürlich, dass das nicht möglich ist. Wie sollen diese Patienten versorgt werden? Künstliche Intelligenz. Das kostet viel Geld. Und genau das machen wir jetzt. Wenn es notwendig ist und nicht anders geht. Ja, die große beherrschende Frage. Kann der Verkehr flüssig gehalten werden? Totaler Mumpitz. Das kann sich mit Dinger der Zeit zeigen. Das ist erbärmlich und das sollten wir schleunigst beenden, glaube ich. Heuer ist sicherlich das erste Jahr, wo es ganz, ganz viele Menschen bemerkt haben. Es wurde festgestellt, dass es Mängel gibt. Na super. Also was genau wollen Sie jetzt haben? Die Prostata-Untersuchungen für Männer. Das ist mein Auftrag und ich danke euch! Unter uns gesagt, ich hab schon eine bessere Verarschung gehört. So. Vielen Dank, das war's. Irgendetwas stimmt mit Ihren Fernsehgewohnheiten nicht, meine Damen und Herren.